Fröhliche Weihnachten aus Jamaika. Heute ist der Heilige Abend und ich nehme euch mit auf unsere Weihnachts-Special-Tour zum Weihnachtsgottesdienst und hier ins Geddes Great House zum Sorrel trinken und Christmas Cake essen. Heute ist der 24. Dezember. Ich bin unterwegs bei kühlen 27 Grad und Sonnenschein mit ein paar leichten Wölkchen. Ich fahre nach Ocho Rios, um der Weihnachtskreuzfahrttour von Ian und Doris beizufrönen. Ich habe meine Weihnachtsmannmütze dabei, habe auch einen Ballon dabei, den habe ich vorhin gerade von Michael geschenkt bekommen mit einem lustigen Weihnachtsspiel, was man hier so früher, jetzt nicht mehr, haben früher die Kinder hier Weihnachten gespielt. Luftballon ziehen, wer den größten Luftballon hat, der hat gewonnen. Meiner ist so mittelgroß. Haben wir vorhin schon am Kreuzfahrtpier gespielt und jetzt fahre ich nach Ocho Rios in die Kirche zum Weihnachtsgottesdienst. Die beiden sind jetzt gerade mit den Kreuzfahrtleuten bei der San Vele Plantage und ich treffe die dann in der Kirche und dann werden wir noch eine kleine Weihnachtsfeier machen im Geddes Great House mit Sorrel und Christmas Cake und Reggae Christmas Songs. Das wird bestimmt ganz lustig. Heute Abend dann zu Hause gibt es noch traditionell Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln, selbstgemachten Sauerkraut. Das wird ein Festessen und ihr seid dabei. So, ich stehe jetzt hier vor der First Assembly of God Kirche in Ocho Rios. Hier geht's schon voll ab und ich nehme euch mit zum Weihnachtsgottesdienst in Jamaika. And lo, the angel of the Lord came upon them,
And the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, you shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. 20th and final. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. Here ended the reading of a portion of God's holy word. We honor it by saying, Thanks be to God. Hallelujah. So I'm just doing a little practice right now, so that when the team comes, you understand and you know that it is okay to say the name of, to shout a praise in the atmosphere. So after three, the first one, 1, 2, 3. Jesus. All right, let's practice. 1, 2, 3. Jesus. Hallelujah. We're coming up. 1, 2, 3. Long time. Thank you.
ist das Kreuzfahrtschiff, mit dessen Gästen Ian und Doris heute am Heiligen Abend unterwegs sind, das Mein Schiff 6 in Ocho Rios. Ich bin jetzt hier auf dem Weg zum Geddes Great House. Guck mal hier, die schöne Aussicht. Da unten ist das Meer. Sarah hat hier auch so schön dekoriert. You, 13, 14. 14. Hm? I carry the cake. Okay. 14. 11, 20, 14. Kannst du machen, Herr, wieso nicht? Sorrel ist alle. Ich habe 9 Sorrel aus der Küche geholt. Sorrel war ja mein allererstes Video auf diesem Kanal vor genau 3 Jahren. Das heißt, der Kanal hat heute Geburtstag. Happy Birthday. Zeig mir Jamaika. Prost! Hier ist die Party voll im Gange. Reggae Weihnachtslieder. We wish you an Irish Reggae Christmas. Da findet gerade die Rumverkostung statt. Das ist also unsere Land- und Leute. Ich drehe mich gleich mal rum. Unsere Land- und Leute-Tour, nicht nur für die Kreuzfahrtschiffe, sondern auch als Tagestour bei uns zu buchen, heute aber als Weihnachtsspecial. Genau, wer hat wo was denn? Frage, hallo Vera, wegen Mücken. Das Geddes Great House kennt ihr ja noch aus meinem Gruselnacht-Video im Geddes Great House. Die Vollmondnacht, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das euch jetzt sofort nach diesem Video angucken. Hier im wunderschönen Geddes Great House. So, wir sind zurück von der Tour und hier brodeln jetzt schon die Kartoffeln. Dazu gibt es selbstgemachtes Sauerkraut aus jamaikanischem Weißkohl im Sauerkirschenglas und ganz wichtig natürlich die Bratwurst. German Bratwurst für den Ian, die jetzt noch braten muss. Der erste Moment, wenn man so ein frisches Glas Sauerkraut aufmacht, dieser Duft, der einem entgegenströmt, das ist echt der Hammer. Ja, selbstgemacht ist immer am besten. Wunderschön. Und hier köchelt das Sauerkraut. Und die Kartoffeln. Ernesto hat auch Hunger auf Bratwurst. Vielleicht bleibt was übrig für dich, Ernesto. Bitte schön. Frohe Weihnachten. Danke schön. Guten Appetit. Danke. Tastet gut. Schmeckt gut? Ja, schmeckt gut. Das freut mich. Bratwurst und Sauerkraut. Mit Kartoffeln, genau. Yes. So, ich genieße jetzt hier noch mein letztes Stück Christmas Cake. Würde euch gern davon kosten lassen. Wer auch gern kosten möchte, sind
Sarah hat Hunde. Die sind auch scharf auf den Christmas Cake. So, ich wünsche euch also nochmal frohe Weihnachten fürs neue Jahr. Alles, alles Gute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem doch gerne einen Daumen nach oben. Falls noch nicht getan, drückt auch gerne kostenlos da unten auf den roten Abonnieren-Knopf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, eure Ricarda.